Willkommen in meinem Wirtshaus! Willkommen in meinem Let's Play! Haha! Ja, wir gehen jetzt wieder zurück in die Arena. Heutige Quest natürlich immer noch offen. Ich habe seit dem letzten Mal nicht weitergespielt, seit dieser, doch eher Enttäuschung in der Arena. Und deswegen hoffe ich, dass wir heute jetzt hier gleich mal einen Gegner kriegen, der sich wehren wird. Also, dass zumindest alles vernünftig so funktioniert, wie es denn sein soll. Wie es dann weitergeht in der Arena, weiß ich noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch jede Partie aus der Arena zeige, glaube ich eher nicht. Ich werde dann demnächst auch offscreen wieder weiterspielen. Und dann, wenn irgendwelche Besonderheiten anstehen, dann werde ich natürlich weiterhin auch Hearthstone für euch aufzeichnen. Aber jetzt geht's erst einmal wieder zurück in die Arena. Ich hoffe, unser Deck ist noch da, das wir uns zusammengestellt haben. Unser Kriegerdeck. Jawohl, hier. So, ein Sieg. Dann geht's jetzt weiter. Wir brauchen nichts zu ändern, nein, nein. Wir zocken jetzt einfach weiter und hoffen, dass wir einen guten Gegner bekommen. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass die Siegessträhne anhält. Dass wir hier schön weitermachen. Ich bin mal gespannt, was wir dann am Ende der Arena bekommen für Belohnung. Ob es Gold ist oder vielleicht kriege ich auch ein Auto geschenkt von Blizzard. Ja, oder vielleicht 1 Million Euro in bar. Wäre auch nicht schlecht. So, Gegner wird gesucht. Ich tippe mal ein würdiger Gegner. Natürlich. Ich habe noch nie was anderes bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man was anderes kriegen kann. Garrosh gegen Jaina. Wir spielen gegen Dark Yuka. Sieg oder Tod. Wir fangen an. Ansturmkarte, Flusskrokolisk für 2 und säurehaltiger Schlamm für 2. Damit kann ich leben. Brauche ich nichts austauschen. Ich denke, das ist ganz gut so. Jetzt sagen wir erstmal Hallo. Grüße. Naja. Hallo. Machen können wir ohnehin nichts. Wir haben zu wenig Mana, deswegen geben wir direkt ab an Jaina bzw. Dark Yuka. Ich freue mich auf eine spannende Partie. Hier können wir nochmal Rüstung, so war das, ne? Rüstung, genau. Rüstung können wir hier für unseren Helden erhalten. Schildträger. Flusskrokolisk. Machen wir das anders. Ich spiele erstmal die Spottkarte. Ihr könnt nicht vorbei. Das war's. In der nächsten Runde spielen wir dann das Flusskrokolisk. Das wollte ich schon Frusklokolisk sagen. Nein, es ist das Flusskrokolisk. Ja, damit entfernt er jetzt den Spott von meiner Karte. Ist natürlich nicht so nett, aber na gut. Benachbarte Diener haben plus einen Angriff. Ich bleib dabei, ich spiele das Flusskrokolisk. Das war's. Dann kann ich ihn in der nächsten Runde angreifen, wenn er mich nicht vorher angreift. Mal sehen, was er macht. Das ist eine Karte, die er hier gespielt hat. Die Eisenschnabeleule. Bringt einen Diener zum Schweigen. Entfernt also dessen Eigenschaft. Naja, klar, dass er mich angreift. Noch eine Spottkarte, die wir spielen könnten. Interessant, interessant. Oder wir spielen den Terrorwolf Alpha. Ich spiele erstmal die Spottkarte, um uns abzusichern. Ich greife ihn dann mal direkt an. Das war's. Für ihn auch mal ein bisschen Schaden zufügen. Na, mal sehen, wie es läuft. Bin schon gespannt. Dark Yuka. Ich glaube, gegen den habe ich noch nicht gespielt. Übrigens mal an alle meine Freunde, die mich geaddet haben. Schreibt mich dann auch ruhig an über YouTube. Na toll. Schreibt mich auch ruhig an über YouTube und dann können wir mal eine Zeit ausmachen, weil wir gegeneinander zocken. Oder können mich auch über Twitter anschreiben. Das geht auch. Was haben wir denn hier für eine Karte? Vernichtet zu Beginn eures Zuges alle Diener. Trifft natürlich auch unsere Diener. Das heißt, ich könnte jetzt nicht angreifen mit dem Flusskrokolisk. Aber ich beseitige erstmal hier seinen Typen. Ziehe dann den Ansturm. Das war jetzt ziemlich blöd von mir. Den hätte ich in der Mitte legen müssen. Dann hätten beide plus 1 bekommen. Mann! Schlecht gespielt von mir. Ganz schlecht. Zeit für Rache. Kostet meinen Stahl. Das war's. Ja, das ist, wenn man nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Wenn man noch ein bisschen moderieren muss nebenbei. Aber mein Gott, was soll's? Was passiert?
Das sind Fehler. Dabei weiß ich noch, als ich mir die Karte ausgesucht hatte, boah, super, benachbarte Diener, schön in die Mitte legen, damit links und rechts die Leute Angriff bekommen. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Das war, glaube ich, in der letzten Episode, als wir uns das Deck zusammengestellt haben. Ja, gut, so geht's halt mit den Fehlern. Naja. Man kann nicht immer richtig spielen. Ah, interessant, was er jetzt macht. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Naja, das werden wir ja noch sehen. Wessen Blut vergossen wird. Spottkarte ist interessant. Vernichtet zu Beginn eures Zuges alle Diener. Ja, das wird ja dann auch meine Diener betreffen. Deswegen lege ich die Spottkarte jetzt in die Mitte. Die Tore sind geöffnet. Jetzt hat er natürlich keinen Angriff mehr. Mann, warum habe ich die Spottkarte nicht daneben gelegt? Komm, konzentrier dich, Junge. Konzentrier dich. Das war's. Mann. Hey, ihr seht schon, die kleinen Feinheiten. Da würden Profis nicht drauf reinfallen, aber ich, naja. Aber ich lerne ja nach wie vor immer noch. Ja, so dass ich da selbst noch drüber lachen kann. Das hat er gut gespielt. Okay, was macht er jetzt? Zusätzlich Mana. Eine verborgene Karte, okay. Die Karte. Kann ich mal da aufwürfeln? Was hat der gesagt? Warum zieht er denn jetzt keine Karte? Stand er da. Todesröcheln zieht eine Karte. Aber wahrscheinlich, wenn er angreift erst. Ich habe ein riesiges Gewehr. So. Beseitigen wir erstmal seinen. Na, beseitigen wir mal den hier. Greifen ihn dann nochmal an. Dann sind wir für den Zug auch schon mal fertig. Ja, ich durchblicke nicht seine Taktik, um ganz ehrlich zu sein. Also auch keiner von den Spielern, der runter rusht. Dafür sind wir schon zu weit im Spiel. Spottkarten hat er noch gar keiner gezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder doch, am Anfang hat er, glaube ich, eine gezogen. Okay. Verstohlenheit. Zerstört die Waffe eures Gegners. Hat keine Waffe. Bringt mir da erstmal so gar nichts. Kampfschrei vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Bringt mir die Karte jetzt in dem Prinzip auch nichts. Zieh ich doch die Karte. Verpasst mir mal selber Rüstung. Greif ihn an, weil die Karte kann ich noch nicht angreifen, solange er noch nichts gemacht hat. Gut, na, dann nehmen wir jetzt 4 Mana mit. Die Karte bringt mir nichts, der Untergangsverkünder. Der würde jetzt dann nur meine Diener mit vom Tisch wischen. Wäre jetzt im Moment ungünstig. Naja. Okay. Ich warte erstmal, bis er sein Board voll spielt und dann können wir den Untergangsverkünder ziehen. Hehehe. Glaube ich, keine schlechte Karte. Der panische Kodo. Naja, wird jetzt gegen seinen Schlingendorntiger nichts bringen. Das wäre natürlich jetzt die Möglichkeit, während er 12 Schaden auszahlen könnte, unseren Untergangsverkünder zu ziehen. Vernichtet zu Beginn eures Zuges alle Diener. Was jetzt? Das Ende naht! Warum zum Teufel klappt das jetzt nicht?
damn it. Hm, okay. Nochmal zwei Rüstungen dazu. Dann kann sein Kriegsgolem nicht allzu viel ausrichten. Ja, schade, weiß ich jetzt nicht, warum. Wahrscheinlich erst, wenn ich ihn ziehe, dann werden alle vernichtet. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es jetzt sehen, wie er jetzt mit dieser Karte umgeht. Ob er sie angreift oder nicht. Ja. Damit ist die runter vom Tisch, aber auch sein Kriegsgolem hat gezogen. Wenn er jetzt nichts macht, haben wir gewonnen. Denn im nächsten Angriff können wir 3, 5, 8 Schaden austeilen. Oh, das reicht nicht. 3, 6, 8 Schaden. Hm. Dann hätten wir ihn zwar runter auf einen Lebenspunkt, aber das reicht dann noch nicht. Hm. Gut, ich habe natürlich die Blutelfen-Kleriker da unten noch liegen. Die könnte dann zusätzlichen Schaden jemandem verleihen. Dann würde es wieder klappen. Also im nächsten Zug, wenn wir die Blutelfen-Kleriker spielen und er sich jetzt nichts einfallen lässt, haben wir gewonnen. Ich glaube, er weiß nicht so recht, was er machen soll. Ja, ja. Gleich läuft ihm die Zeit wieder ab. Ist manchmal auch schwer, wenn man in so einer Situation ist, wenn man sieht, was der Gegner dort liegen hat. Man selber noch einiges aufholen muss an Punkten. Okay, gut gespielt. Die Karte ist mächtig, diese Schafkarte. Aber nichtsdestotrotz, ein gutes Gefühl. Na, was jetzt? Na, auf einmal sieht es nicht mehr so gut aus. Gut, was machen wir? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, damit können wir schon mal 4 Schaden verursachen. Feurige Axt spielen wir. Mal 7 Schaden verursachen. Das reicht natürlich noch nicht. Wir verpassen uns noch ein bisschen Rüstung. Ja, sieht nicht schlecht aus. Er hat nur noch 2 Lebenspunkte, aber so ein Hearthstone, so eine Hearthstone-Partie, die kann kippen. Selbst in so einer Situation noch. Vor allem mit seinem mächtigen Kriegsgolem. Auf der anderen Seite, viel kann er nicht mehr ausrichten. Also, wenn er jetzt nicht noch Spottkarten auf der Hand hat und uns die um die Ohren haut, wird es schwierig für ihn. Kriegsgolem kann er jetzt einmal ausspielen. Den könnte er jetzt gegen unseren Charakter ausspielen. Wir haben aber 6 Rüstungen, dann wird er nicht allzu viel Schaden anrichten. Tretet bei oder starbt oder beides. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gleich nochmal 3 Angriff mit unserem eigenen Charakter und könnten ihn so vernichten. Selbst wenn er unser Board jetzt... Ja. Diese Runde geht an euch. Ja, er weiß, dass er nicht gewinnen kann. Er gibt auf. Er hat meine Diener nicht vom Board runterbekommen, er hat sie zwar eingefroren, aber gegen den 3 Angriff von unserem Kriegscharakter hier unten, von unserem Krieger, hätte er nichts machen können. Deswegen haben wir gewonnen. Wir hatten ihn also im nächsten Zug besiegt. Schön, der nächste Sieg in der Arena. Feini, feini, fein. Super. Gut. Wunderbar. Läuft doch eigentlich ganz gut, oder? 2 Siege und noch keine Niederlage. Nicht schlecht. Gut, würde ich sagen, trotzdem machen wir hier mal einen kleinen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugesehen habt. Und dann beim nächsten Mal, mal gucken, ob es dann in der Arena weitergeht oder vielleicht bei einer Zusammenstellung eines Decks. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder bei Hearthstone. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss, ciao und bye bye.